Willkommen zu Daisy, 19 Uhr am Dienstag natürlich, wie jeden Dienstag, Donnerstag und auch Sonntag. Wir sind unterwegs am Airfield, haben eine kleine deeskalationsbedürftige Situation und zeigen am Ende noch, was wir so haben. Also dranbleiben. 3, 2, 1 hier. Geilomat, würde ich sagen. Geilomat, willkommen hier zurück zu Daisy, 19 Uhr. Am Dienstag, wir sind wieder am Airfield unterwegs. Bro, du bist jetzt noch ein bisschen südlich von der Zeltstadt. Genau, in der Nähe, da wo du gestorben bist, bei diesem großen Industriegebäude. Denn da war doch noch ein Sniper am Ende des Tages. Aber ich bin natürlich schon wieder am Start hier am Airfield und bin jetzt nördlich. Und ich würde sagen, wir treffen uns einfach in der Zeltstadt, oder? Auf jeden Fall. Props nice, an dich, dass du überhaupt nochmal hochgerannt bist. Digga, klar, für Content ist doch selbstverständlich. Ja, Content muss für die Leute, ne? Es muss gehasselt werden, Alter. Das ist ja wohl selbstverständlich. Für die Leute muss man von das nix, durchziehen. Ja, von nichts kommt nichts so. So ist es. Ich sehe schon das Flugzeug und die Zeltstadt. Hier ist, oh, ich springe überall runter und verliere Leben. Also ich. Nice, perfekt, Bro. Also. Gleich bekomme ich einen Headshot, ey. Ich okay, also ich habe schon ein bisschen Muni gefunden. Es lohnt sich eventuell hier doch noch zu looten. Zombies stehen hier rum. Ja, ich habe schon ein Viertel verloren, ey. Scheiße. Zombies gehen mir jetzt schon auf den Nerven. Aber der hält auch nichts aus. Ne? Der hält auch nichts aus, der Typ. Ist wohl nicht so der Held, wa? Also ich bin schon da, ne? Du auch? Ja. Okay, dann gehe ich richtig halt in die Zeltstadt jetzt, ach, okay? Scheiße, Bro. Was hast du gefunden? Das ist viel schlimmer. Wo bist du? Ey, Zeltstadt, erstes Zelt. Süden. Oh nee. Hast du 80 Zombies sind um dir? Ja. Um dich? Um dir, oder? So, ganz schnell reinlucken hier. Oh fuck me, Alter. Einfach mal ein A-Cock abgesnackt. Wahrscheinlich ein Cock, also. Sorry. Jo, wahrscheinlich. Rutz. Jo, wahrscheinlich. Erstmal, sollen wir direkt weiter? Brauchst du irgendwas? Nee, ne? Eigentlich haben wir doch alles, oder? Ich hab 40 Schuss noch. Wahrscheinlich, wir brauchen gar nichts. Aber trotzdem, Bro, lass mal in der Zeltstadt treffen. Macht Sinn. Ja, wenn wir uns erstmal treffen, zusammenfinden hier. Achso, sollen wir die einsperren? Wahrscheinlich 80 Zombies einsperren. Lieber nicht, die stecken dann fest. Ja, okay, perfekt. Nach Norden weg, in Wald? Jo, auf jeden Fall, machen wir. Vor der Aufnahme hört es sich so ein bisschen so an, als kämen da Schüsse her, aber das hält uns natürlich nicht auf. Wahrscheinlich kurz looten, bringt nichts. Bringt nichts. Nee, es kamen echt vorhin Schüsse irgendwie aus dem Wald oder so. Ja. Also es könnte jetzt halt was passieren eigentlich, theoretisch. Theoretisch, ja, theoretisch kann noch was passieren, wenn wir einfach stehen bleiben, denn ja, dann 20 sowieso. Zombies... Achso. Du meinst natürlich wegen Zombies. Jo, also hier gibt es irgendeinen Turm, nördlich vom Airfield, im Wald oder so. Ich schätze da, wo die alte Base ist, oder? Ja, auf jeden Fall bei dem Prison wahrscheinlich, oder? Ja, nice, perfekt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal und gehen mal diesen Turm hoch. Das ist die Challenge, oder was? Das ist sozusagen die Challenge, ja. Ja, auf diesem Turm könnte man natürlich auch ein paar Gags vorlesen, Leute, oder? Da könnte man auch ein paar Gags vorlesen, die ich natürlich schon rausgesucht habe, Bro. Darum würde ich sagen, die App und habe jetzt noch 6% Akku, hält aber natürlich hier so lange durch. Nice, perfekt. Nice, perfekt. Ja, zwei Schritte gemacht hier, direkt wieder am Aufnehmen, denn yeah, nice. Dahin ist der Turm schon und wir dachten hier, nehmen wir mal, denn man ist ja so oft auch nicht hier, hier diese Straße mit den PKWs, hätte ich fast gesagt. Wahrscheinlich PKWs. Aber doch schon mit den Panzern auch. Mit hier aufs Aufnahmetape. Oh, das Aufnahmetape. Oh. Achso, sorry. Ja, schon okay. Falsche Line, ich weiß. Ja. Andere bevor Geschichte. Sie mir auf die Spur kommen, so wie Aufnahmetakes, lautet die Line natürlich. Hashtag Armageddon. Also. Auf jeden Fall. So, das ist der vielversprechende Turm, oder was? Armageddon darf man noch hören, oder? Ich glaube, Apokalypse ist schon offline genommen worden. Ja, leider. Aus Gründen, aber gut. Ich kenne aber einen Geheimtipp auf... wie heißt die Seite? Weiß ich nicht mehr. Gibt sie auf jeden Fall noch? Ja, muss man irgendwie, keine Ahnung, Vimeo oder... einfach nur Google, Google schnell, dann kommt das. Leute, ne? Ansonsten Armageddon natürlich noch online. Alter, pass auf, dass du nicht runterfällst. Ach, Quatsch. Was soll denn hier passieren? Das Loch, Alter. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich würde sagen, wir legen uns hier erstmal geschwind hin, denn kann natürlich sein, dass hier doch jemand guckt und hochschießt. Aber sieht eigentlich alles safe aus, ne? Da unten ist ein Zombie, der ist ganz ruhig. Baracken, da ist die Tür auf. Ja, sieht noch sehr, ja doch. Sieht eigentlich ganz entspannt aus, oder? Was meinst du? Richtig entspannt für einen Gag, meinst du? Hau mal raus. Ach so, ich, oder was? Ja, klar. Hast du keinen? Ah. Guck mal, hier nicht noch Munition. Achso, hier. Hashtag Gag. Treffen sich zwei Taschendiebe, fragt der eine, wie geht's dir, sagt der andere, wie man's nimmt.
Badum. Wow. Hashtag Daisy 19 Uhr hier natürlich. Grüße gehen raus an nice. Sniper Arex für diesen nicen Gag hier am Start. Sniper ist natürlich ein gutes Stichwort, denn ich habe gerade einen ACOG gefunden. Oder wahrscheinlich, wie man jetzt auch sagt in Daisy, ein ATOG. Ne, hier in der Mod heißt es ACOG. Sehr, sehr schön. ATOG. Und das geht natürlich auf die Scar, die ich hier habe. Bro, möchtest du die mal angucken vielleicht? Nee, ich würde sagen, du haust einen Gag raus oder hast du keinen am Start? Ich habe gerade keinen am Start. Sollen wir wieder runter und die Baracken da abchecken? Machen wir. Nice, perfekt. Nice, perfekt. Hast du auf die Aufnahmetaste gedrückt? Ja. Wie, oh. Ach so. Ich dachte, das wäre das Zeichen. Nee, das ist nicht das Zeichen. Obwohl, stimmt also. Eigentlich. Hört es sich an wie ein Zeichen, ne? Wir haben nämlich so Zeichen einfach, wann wir aufnehmen und wann nicht. Zum einen nice, perfekt, zum anderen nice oder zum anderen nur perfekt. Also natürlich, genau. Wahrscheinlich natürlich genau, oder? Wahrscheinlich den Chat links unten noch an. Grüße gehen raus natürlich hier an den Chat. Grüße an Chat. Also, ich muss mal kurz die Maus richten, ey. So. Aber natürlich mein Tisch geputzt auch. Cool, danke für die Info. Hast du sonst noch irgendwas geputzt? Dich vielleicht mal wieder? Mich? Nee. Was ist los mit dir heute? Ich weiß es nicht. Was war das? Auf dich? Nein, auf dich? Nee. Wahrscheinlich auf niemanden. Okay, alles klar. Da würde ich sagen, müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, Bro. Okay, ich muss dich erstmal wieder finden, denn du bist hier natürlich drin, oder? Ich bin hier irgendwo drin, ja. Ich muss mal eben den Zombie loswerden, ja, damit er das nervt. Warte mal. Da läuft ein Zombie zum Prison. Oh. Fall ich glaub, doch der um. Kann sein, dass der im Prison ist, oder? Würde ich jetzt auch mal vermuten, einfach. Ich hab dich irgendwas schlagen hören. Ja, ich hab einen Zombie erledigt. Nice. Bist du hier drin, ne? Bist du drin? Steps. Ich bin das. Bro. Alles klar. Wahrscheinlich alles klar, oder? Wahrscheinlich ist alles klar. Wo ist denn der Typ? Wollen wir mal zum Prison? Lass mal zum Prison, oder? Okay, let's go, Mann. Reden, erstmal reden, oder? Ja. Oh mein Gott, das sind ja übel viele Leichen vom Prison. Oh mein Gott, sind das Leichen? Oder sind das Zombies oder sind das. Ich glaube, es ist eine Mischung. Warte mal, der da vorne sieht aus wie ein Player. Das ist eine Mischung. Zombies und Leichen. Wahrscheinlich Leih, also Mischung. Okay, was machen wir, Bro? Reden oder stürmen? Ja, wir müssen reden. Also. Okay, dann lass reden. Yo, hello? Hello. Yo, what's up? Yeah. If you guys want to survive, I think you guys are gonna need to move. Wir müssen schießen gleich. Why? What's going on here? It's just testing what. Wer schießt? Zombie, sorry. Yeah. I guess we're friendly. We're friendly. Where are you from? I'm from Belgium. I'm from Croatia. Okay, ja, die pieken da schon. Ja. Yeah. Okay, pass auf. Möchtest du kurz mit ihm reden? Oder hast du eine Sniper? Ich frag mal so. ACOG hätte ich. ACOG. Ich hab einen ACOG. Dann würde ich jetzt mal rumlaufen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das klug ist und versuchen, den wegzusnipen. Aber will man die töten? Okay. Ich weiß nicht. Also die wirkten jetzt nicht friendly. Oder meinst du, wir sollten mal versuchen, mit denen zu reden? Show yourself. We don't trust. You just come. You guys come up on us. Okay. Yo, what's going on? We won't shoot. I promise. We won't shoot. We're just testing weapons. Okay. Like how many guys are you? Three, that's quite a lot, actually. We're just two guys. You are two guys. Yeah. Yeah, I know. Glad you know that. If you guys move away, and we can come out. Are you all three in there? Yeah. No. Okay. Also ehrlich gesagt, ich trau denen nicht. There are two guys in here, but the third guy is outside looking at you. Oh, hey, hello. Wherever he is, I don't know. Is he dead? No. He's alive. Oh. I don't see you, but he can come out and take you out. Okay, alright, yeah, no problem. You got no intention to kill you. Okay, I put my gun on my back. Yo, hey. Okay. Oh hey, my guys, god, man. Oh my god. Oh, man. Oh, that's cool. We have there's a scout. Yeah, this guy came up, but is it your friend? No. We are alone. Just the two of us. There's a scout rifle inside if you guys want it, and the most. I don't know. We can't use. Can we go in?
It's, yeah, yeah, just go. Okay, we're gonna leave anyway. Cool, guys. Die gehen? Ah, you're leaving now? Yeah, yeah. Alright, goodbye. Okay, bye. Holy shit. Hätte ich niemals gedacht, dass das funktioniert. Noch ist das nicht safe, Bro. Das ist natürlich recht. Mosin, Scout Rifle. Mach mal unten die Türen lieber zu, ne? Nice, perfekt hier. Alter. Auch schon mal neue Hosen für mich. Das Wichtigste hier gerade in DayZ für mich, denn... Pass auf Minen auf, ja? Ich finde, wir sollten hier generell ein bisschen aufpassen. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt nicht beobachtet, wo die hin sind, ne? Ich auch nicht, aber ich glaube nach Norden. Ich glaube, die sind ums Gebäude rum. Ansonsten ist hier noch ein anderes Backpack. Ah, hast du das in meinem Backpack eigentlich schon gesehen? Dein Backpack, ist das geil, oder was? Ja, ich schwöre, du rastest aus, wenn du das siehst. Okay, warte, ich raste ganz kurz aus, wenn ich sehe. Oh shit, Alter! Never! Richtig hart, oder? Hunting Backpack hier. Richtig geil aufgetuned. Im Camo-Style. Oder auch bei Too Fast and Furious. sorry, Alter, was ist los mit mir? Weiß ich auch nicht. Okay, Scout Rifle, ich glaube, das ist nicht so cool. Die Mosin ist, ja, die kennen wir natürlich. Dann nehmen wir mal das PU-Scope mit. Und ansonsten würde ich sagen, Bro, sind wir hier fertig, oder? Ja, ich würde sagen, wir tauschen noch ein bisschen Inventar aus. Natürlich. Und schalten gleich wieder ein. Wenn es wieder heißt, willkommen zurück. Kleines Update hier bei DayZ, 19 Uhr. Hier ist jetzt gerade die Nacht angebrochen. Aber, Bro. Ja. Nice, was? Perfekt. Alles klar. Aber natürlich war die nicht so lang, deshalb haben wir da kurz ausgeharrt im Prison und gehen jetzt. Oh Gott! Er springt nach irgendwo. Oh mein Gott. Ich bin nicht mal gesprungen. Das ging so automatisch, wie ich da so runtergedingst. Ja. Naja, auf jeden Fall begeben wir uns jetzt in Richtung Teezy, um mal zu gucken, da sich auf diesem Server ja auch der ein oder andere Ort geändert hat. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz losging, aber das hat ja auch sonst jeder schon vergessen. Wir gehen einfach mal nach Teezy und gucken, was da los ist, oder? Ja, und gucken, was auf dem Weg so passiert. Vielleicht schaffen wir es nicht mal dahin, ne? Wahrscheinlich, ja, doch, schon. Das und später gibt es vielleicht noch, wenn wir es überleben, ein Waffen-Set, genau. Ein Weapon-Case-Opening. Ja, denn... auf euren Nacken. Man sieht hier, wir haben einiges dabei. Einiges wird auch gar nicht angezeigt im Inventar, denn wir befinden uns ja hier jetzt schon in der Vollversion. Und da... Ich würde sagen, bis später, oder? Ja, ist klar. Perfekt. Kleines Update hier. Nice. Möchtest du ein kleines Update geben? Kleines Luzi? Was? Sollen wir mal neu? Wir sind hier geportet? Nein. Okay. Was ist denn? Ist doch irgendwie doof. Sollen wir zuerst... es ist Hauptgebäude, oder? Alles klar. Und sind jetzt hier natürlich gelandet in der Teezy Bazovic. Wahrscheinlich geportet, sagt er einfach so. Und ich habe gerade eine halbe Stunde meines Lebens verschwendet, damit hierher zu laufen. Naja, du, ich meine, hey, wir haben die Landschaft genossen. Also ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber Bro, weißt du, was ich stattdessen genossen habe? Hier einen Gag von Second Error. Er schreibt, Hashtag Premium Gag. Ob der Premium ist oder nicht, das entscheiden übrigens wir. Second. Ja, beide. Ja, okay. Was macht die Polizei, wenn bei Adidas eingebrochen wird? Bro. Oh, bestimmt irgendwas mit Streifen. Richtig, sie schickt 3 Streifen. Nice. Geil. Grüße gehen mal wieder raus hier an Second Error. Auch geiler einer Scheiß. Der älteren natürlich Genossen, die schon länger dabei sind. Grüße gehen natürlich auch raus an Adidas, Mann. Also. Wahrscheinlich älter Genossen, Bro, denn auch wir sind ja noch blutjung. Oh, warte mal, Alter. Was denn? Was wir noch gar nicht bedacht haben auf dem Server. Gibt's hier eine Gaszone? Keine Ahnung, ich habe eine Gasmaske dabei. Okay. Ja, auf jeden Fall, Second Error, danke für den Gag. Richtig geil. Ja, hier, guck mal, hier ist so eine Plate Carrier. Das willst du nicht auch haben? Nee, erstmal, wenn du gecheckt hast, was es ist, dann willst du mich doch haben. Die ist natürlich ziemlich, ich will nicht sagen sexuell, aber... Ich bin ready, wo bist du, Mann? Ich bin hier draußen. Warte, ich knife den eben. Das sind echt... SKS-Munition. Hart gemessert. Oh, gönn ich mir doch, oder? Gönnen Sie dir doch. Perfekt, Alter. Perfekt. So, wir sind hier in Teezy Base und ist hier was los, oder was? Schauen wir mal. Vielleicht ist hier irgendwas gemordet. Aktuell sah das bisher noch nicht so aus. Aber wenn noch, dann werden wir es gleich sehen, denn wir sind jetzt fast einmal durch die Base durch und wenn wir das sind, Bro, würde ich sagen, machen wir ein kleines Weapon-Showcase hier. Yes, Mann. Mitten in der Folge. Machen wir natürlich für euch. Es gibt so viele Waffen auf dem Server, wir haben so viele dabei. Ja, und wir haben auch viele dabei, ne? Das ist es ja. Das ist es eben, denn ja. Mittlerweile, die kannst du einfach in den Rucksack packen hier. Das ist ja voll geil. Der große Rucksack zumindest. Aber bei dir auch? Oder? Also, ja, klar, ein Ding-Backpack, Alter. Das geht nur bei meinen. Da habe ich mich wohl geschnitten wie Köche.
Genau, also, wie Köche. So, soll ich mal... Hallo? Ja, oh. Hey, what's up? Wahrscheinlich WhatsApp, keiner drin. Wahrscheinlich hat er WhatsApp, oder? Oh. Okay, ich mach zu, ich komme gleich hoch. Was hast du entdeckt, Mann? Hä? Ach. Was denn? Ja, für was ist denn das hier? Oh mein Gott. Ach, für eine AKM. Oh, Mann. Oh, shit. Das, was ich habe, sieht natürlich aus wie eine AKM. Das ist aber eine 101 eigentlich. Hier liegt noch eine Remington 700. Hier ist noch eine CBYJMS. Du hast die hatte ich schon mal. Du hattest die schon mal, ne? CBYJMS. Ach, das Ding. Ja, das habe ich auch noch mal dabei im Rucksack. Letzte Folge. Ersten Kill mitgemacht. Remington 700 ist auch noch am Start, Alter. So krank, wie viele Waffen es hier auf dem Server gibt, Mann. Ja. Leute, wer Bock auf den Server hat, die Insel einfach suchen und joinen. Und joinen, macht auf jeden Fall Spaß. Auch lange nicht mehr gewesen. Erinnerungen, ja, ja. Ich weiß, ich glaube, früher, als wir hier waren, die sind immer gestorben. Das war immer irgendwie die Todesfalle hier unten. Ist echt nice. Echt so. LOL! Was denn? Eine Batterie brauchen wir noch. Hab ich nicht eine? Ah, nee, ich hatte immer eine dabei, aber die habe ich irgendwann weggeworfen. Schade. Oder du bist gestorben letztes Mal, ne? Hast du die da dabei? Ja, hast du die nicht mitgenommen dann aus meinem Körper? Ich bin abgehauen. Aus deinem Körper, ja. Ich hab's aus deinem Körper gerissen, nice, Alter. Ich hänge fest. Mit den Gedärmen dazu natürlich. Werden haben, haben werden. Also, alles klar. Er macht zu und ich bin draußen, dankeschön. Du wusstest doch, dass das passiert. Ja, so, natürlich. Gucken wir mal hier. Ob hier noch irgendwie geiler Loot liegt, was ist das denn? Eine RPK. Mach doch auch hier zu, Alter, dass wir so ein bisschen... Ach so, nicht getrennt, meinst du? Nee, schon alles hier beisammen. Ja, dass wir so ein richtig geiles... Richtig geiles Case-Opening haben. Meine empfehle natürlich auch. Richtig Case-Opening. So. Ja, haben wir jetzt alles mit uns rumgetragen quasi. Es fehlt natürlich noch ein bisschen das Futter. Das haben wir hier drin. Obwohl, in der Ammo-Box. Wer da mal reingucken will, einfach hier... Da alles voll mit Munition, von der ich keine Ahnung habe, wofür sie so ist. Das ist zu krank. Also, ich habe völlig den Überblick verloren, kann man sagen. Mehr Waffen habe ich nicht dabei. Ja, das sind unsere Waffen, Leute. Die kann man sich nochmal von nahem betrachten hier. Hier nochmal für eine Seige an, Trommelmag. Schön, schön, Alter, wir schön. Wir haben echt einfach 6 Waffen dabei und noch da die kleine, diese CBJ. Und ich habe im Inventar immer noch Magazine. Es ist schon ein bisschen krank, ne? Es ist heftig, ja, es ist auf jeden Fall heftig. Ja. Ja, Inselserver kann man hier nur empfehlen, würde ich sagen. Ja, das war das kleine Weapon Case Opening. Wahrscheinlich Case, oder? Wahrscheinlich Weapon Case Opening. Ja, sollen wir da hinten nochmal kurz looten gehen zum Abschluss? Jo, machen wir doch, ja? Nice. Ich würde diese RPK, hast du noch Platz für eine Waffe? Nee, ich habe keinen Platz mehr für eine Waffe, Alter. Wahrscheinlich. Das ist echt nicht. Vorbei, ist echt vorbei. By the way, wir haben auch unterwegs einen Sledgehammer gefunden. Also, falls wir eine Base irgendwann finden, vielleicht in der nächsten Folge, könnten wir drauf rumhämmern. Ja. Okay, ich lasse die RPK mal hier. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genügend Waffen. Deshalb gehen wir jetzt auch nochmal looten. Also ich könnte halt noch einen Rucksack gebrauchen, ein bisschen cooleren. Also der ist natürlich schon geil, ne? Ja. Das ist der Hunting Backpack, vor allem mit dem Camo-Style. Der ist wirklich geil. Aber der ist natürlich ein bisschen kaputt. Und wir wollen natürlich hier frische Klamotten haben. Ich hätte halt wirklich Bock auf eine neue Hose, ey. Oh mein Gott. Ich hätte erstmal Bock auf keine Zombies. Oh nein! Oh ja! Okay, nice. Aber warte, der lag schon... Bisschen ja, Zeug drin, ne? Da haben wir jetzt Pech. Achso, da haben wir Pech gehabt, na gut. Was gibt's hier so? Ich renn lieber mal durch. Aber pass auf die Mine auf, ey. Ich bin ein bisschen paranoid. Ach, Quatsch. Hier ist noch eine AN-94. Ja, habe ich hier auch liegen. Hier ist noch eine AN-94. Also, wer mal ein paar neue Waffen sehen will, Inselserver einfach mal draufjoinen. Military-Zonen. Eigentlich in allen Military-Zonen. Wow. Findet man extrem viel. Ich will man nicht kann, sagen. Man kann sogar die Handguns austauschen. Oh ja, ne, das ist aber weißt du noch die Zeit, als es nicht so gut ging? Ja, da war ein bisschen kacke, ne? Ja, da gab es immer so Tricks wie Waffe in die Hand nehmen und... Oh, hör mir auf, ey. Und dann Rag und dann dreimal W drücken und dann kann man den Handgrad austauschen. Wenn man Glück hat. M14-Magazin, nehme ich mal mit. Wahrscheinlich frohe Ostern übrig... Ne, warte mal, wir haben noch eine Folge vor Ostern, ich glaube schon, ja. Vergesst nicht zu abonnieren, perfekt. Leute, das ist kostenlos, ja. So. Ja, das ist ein geiler Grund, so. Geiler Grund einfach, ne? Was hast du für ein Shirt an? Okay, geht klar. Hast du keine richtige Hose? Gut, wir kümmern uns jetzt offscreen nochmal um eine Hose für Luzi und in dem Sinne... Leute, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es dann weiter in TZ, beziehungsweise checken wir mal wieder den Norden aus. Wer Bock hat auf mehr Videos, denn wer will nun schon abschalten? Für den hier etwas Älteres, als wir noch, ich will nicht sagen, zu dritt unterwegs waren, aber doch schon. Oder aber auch hier ein etwas Neueres, das zwar nicht für alle, aber insgesamt doch deeskalierend sehr, sehr gut
ausging. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das ist voll Verschwendung eigentlich, oder? Bisschen schon, ja. Wir sind nur 10 Schuss. Oh mein Gott, es kommt noch mehr. Du Bastard!